Moin, Leute, da sind wir wieder. Oh, fast runtergefallen. Wäre nicht so praktisch gewesen. Ja, wir wollten ja immer noch hier irgendwie so ein bisschen die Lianen kleben. Reicht denn das schon? Ja, das sollte reichen. Wobei, dann kann ich auch dahin gehen und das von hier machen. So, Lianen. Na, hier heißt es Ranken. Naja, wurscht. So, zing, zing und da noch eine. Dann buddeln wir uns mal gleich wieder runter. Bling. Können wir nur so machen, noch die Erde retten. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, wir werden mal das Baumhaus weiterbauen. Aber wie gesagt, erstmal hier diese lustigen Sachen kleben. Ah, blöd, da kommen wir irgendwie so gar nicht ran. Das ist ungünstig. Jetzt stehe ich schon wieder auf dem Zaun. Na, ich will auch nicht, dass die Ranken dann hier da weg sind. WECH. Machen wir das so und dann passt das auch schon. So, einmal da. Da ist schon und ja, dann da. Gut, hätten wir das erledigt. Wie gesagt, wir bauen jetzt gleich das Baumhaus weiter. Aua, da hat's knack gemacht. Ja, wie machen wir das? Überleg, überleg. Also ich wäre ja erstmal dafür, wir basteln uns hier erstmal so eine, na, wie heißt denn das? Ja, so eine Falltür-Dingens da. Ja, Problem ist bloß, gar kein Holz in der Tasche. Also erstmal fix zurückgerannt und erstmal ein bisschen Holz aus dem Schrank gerissen. Die Schere haben wir mit. Gut. Da bin ich ja mal gespannt, wie das dann zum Schluss aussehen wird. Das ist jetzt wirklich so Try and Error. Mal schauen. Ja, naja, dass ich auf Mera Luna war, das habe ich ja schon beim letzten Video geschrieben. Mein Musikgeschmack, wollte noch jemand wissen, kann ich nur sagen, ich höre eigentlich mehr oder weniger alles. Also ich bin da auf keine Musikrichtung festgelegt. Wenn es mir gefällt, ist okay. Wenn nicht, ja, dann höre ich es mir halt nicht an. Also ich höre genauso Klassiker, wie ich dann auch Metal höre, wobei ich Klassik wirklich ganz, ganz selten höre. Also nicht, dass ihr denkt, ich springe hier durch die Gegend, yay, Klassik, ole ole. Oder Metal, yay, ole ole. Nein, so ist das nicht. Das ist immer so, ja, nach Lust und Laune höre ich Musik. Meistens Radio, also Internetradio. Und von daher, ich klicke mich da einfach nur durch die Kanäle und lasse mich dann überraschen, was ich da gerade höre. Das dazu, was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Die Dings habe ich gebaut, die Bums. Zweimal Erde ist mir irgendwo verlustig gegangen. Keine Ahnung, wo die geblieben sind. Naja, macht nichts. Ja, dann geht's weiter am Baumhaus. Mal schauen, wie das Ganze so wird. Also, Nether Ziegelsteine haben wir ja noch. Wie gesagt, da habe ich ja die Textur geändert. Die sehen dann halt aus wie das Dschungelbiom Holz. Das muss dann natürlich, wenn jemand ein anderes Texturenpack benutzt, muss das natürlich dann jeder selber machen. So, dann wollen wir doch mal gucken. Hier hinten können wir, glaube ich, nochmal den einen, der da irgendwie. Ach, da war der eine und da ist der andere. Jo, alles klar. Gut, da kleben wir jetzt keinen, das wächst eh nach. Na, wir können aber erstmal hoch. Und dann bewegen wir uns erstmal weiter nach oben. Weiter, weiter, weiter. Na, den nehmen wir erstmal ab. Ach so, gut, okay, der ist mit dem anderen hier so zusammen. Bing.
Machen wir das so und den da drüber können wir aber wegnehmen, weil der würde sowieso, wenn wir jetzt hier diese Falltürklappe setzen, wäre der eh weg gewesen. Ja, dann geht's weiter. Wir schnippeln uns einen Wolf hier mit der Schere. Das geht alles weg. Ja, sammeln wir uns mal ein paar Ranken. Mal gucken, ob wir die wieder irgendwo dann dran kleben. Hier die Blätter, die ich hier gerade abschnippel. Ich denke mal schon, die können wir sicherlich irgendwo noch zum Verschönern können wir die benutzen. Und daher mache ich mir ja auch die Mühe, die hier alle wegzuschneiden. So. Da. Das geht weg. Ja. Dann können wir das wegschneiden. Das wegschneiden. Und hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen Platz schaffen. Es war schön mit den Ranken, aber die müssen einem ja nicht genau ins Gesicht hängen. Zäune jetzt. Ja, die brauchen wir erstmal gar nicht. Bing und Ding, 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 Ding. Dann können wir von hier aus schön gucken. Ja, das passt schon. Nein, falsch gesetzt. Und ihr wisst ja, das sind ja eigentlich Steine. Also müssen wir da auch die Spitzhacke benutzen. Ja, updaten werde ich erst, wenn die Folge 200 durch ist. Denn bis dahin möchte ich halt, wie gesagt, noch mit dieser Version hier spielen, mit der 1.2.5. Also frühestens. Und ihr könnt euch ja dann selber überlegen, ob ihr dann auf die neue Version hochgeht oder mit der 2.5 weiterspielen wollt. Also das halte ich so für den besten Kompromiss. Naja, von unten sieht das gleich aus. Das ist wurscht. Gut. Hier werde ich wohl kein Dach drüber setzen. Ich hoffe ja, dass wir dann irgendwann mal zurückkommen hier. Jetzt brauche ich aber mal ein bisschen RD. So. Und da wollte ich eigentlich rein theoretisch jetzt schon die Stufen draufsetzen. So. Ding. Wie sieht denn das aus, wenn ich daneben dann so mache und das so mache. Also ihr seht schon, ich habe das nicht Probe gebaut oder irgendwas. Nee, nee, nee. Das ist hier alles im Entstehungsprozess. Also da ist nichts vorher probiert. Ich denke mal, dann mache ich das lieber so und so. Das sieht dann besser aus, weil dann kann ich den Zaun hochführen. Eine. Sollten zwei sein. Gut, müssen wir mal die zweite suchen gehen, weil was wir haben, brauchen wir nicht bauen. Ah, da ist sie. Es wird sowieso, glaube ich, gerade dunkel. Ja, das könnte sich ein bisschen länger hinziehen, jetzt hier mit dem Baumhaus weiterbauen, aber ich wollte es eigentlich echt mal fertig machen. Das habe ich so lange vernachlässigt. Wie schaut's denn? Ja, können wir da schon? Nee, natürlich nicht. Ha, wäre ja auch zu einfach gewesen. Gut, wie sieht denn das von unten aus? Prima, kann man gar nicht sehen. Na, dann gehen wir mal hoch. Der ist auch noch nicht gewachsen. Da müssen wir jetzt immer springen dann. Aber das macht nichts. Ach so, ich wollte noch mal was ausprobieren. Und zwar, wie ist denn das? Kann ich denn hier eigentlich direkt welche drunter kleben? Nee, ne? Aber so kann ich es machen. Aber ich denke mal, wenn ich das jetzt rausnehme mit der Schere, ja, dann fliegt der auch wieder weg. Mist, wie habe ich denn das hingekriegt, dass ich den da habe? Naja, gut, okay, das werde ich bei Gelegenheit nochmal ausprobieren. Ja.
Okay, weiter hoch, hoch, hoch. Naja, lohnt sich nicht. Weiter hoch, hoch, hoch. Jetzt geht's erstmal runter, runter, runter und dann erstmal schlafen. Also schon mal Schwertchen in der Hand nehmen, obwohl besucht hatte uns ja hier, glaube ich, noch nie irgendwie ein Monster. Bin ich ja mal gespannt. Also der Plan ist jetzt erstmal folgender: erstmal eine Treppe zum nächsten Baum hoch. Das könnt ihr euch ja sicherlich denken, denn ich habe ja da schon die ersten Stufen gesetzt. Habe ich meine Workbench mit, ja. Dann brauchen wir nicht immer runterkraxeln. So, das ist zwar schön hier mit den Lianen und mit dem Hochklettern, aber man möchte es dann ja doch ein bisschen bequemer haben. In dem Fall dann einfach hochgehen. Ach so, Beleuchtung sollten wir hier vielleicht auch mal setzen. Ich hoffe, das reicht, dass hier nichts spawnt. Wäre ja sonst ein bisschen schlecht. Gut, dann Ding und kriege ich die daneben gesetzt? Ja gut, okay, dann spare ich mir immer den einen. Jetzt müssen wir mal die Workbench aufstellen. Ka-ching. So, na. Haben wir nochmal 4 Stück. Ka-ching und ka-ching. Und ja, das wird noch nicht reichen. Wir müssen ja dann auch auf 1, 2, 3, 4 kommen, damit es halbwegs symmetrisch aussieht. Da bin ich ja auch so ein ganz großer Fan von. Das soll schon schön aussehen. Haben wir denn da 1, 2, 3? Wäre ja dann hier 4. Wäre ein bisschen sehr tief. Na, erstmal Stufen bauen und dann schauen wir mal. Die brauchen wir auf jeden Fall. Auch wenn das jetzt noch nicht so der Weisheit letzter Schluss ist. Also 1, 1, 2, 3, 4. Wäre hier, wäre rein theoretisch dann schon oben. Möchte ich aber so nicht haben. Also mein Plan wäre ja jetzt eigentlich eher so, ja, dass wir hier oben die oberste Lage rausnehmen. Also dass es praktisch ein höher wäre. Dann müssten wir da mit der Stufe anfangen. Nee, das lassen wir so. Wir setzen das einfach ein höher und dann können wir damit auch leben. Dann brauche ich jetzt aber Holz. Habe ich nicht. Wieder runter. Ach, Mann, 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 Mann. So. Ka-ching. Und Holz geholt. Holz aus der Kiste gerissen. Da können wir ja wieder das ganz normale nehmen. Ein bisschen von dem anderen Holz nehmen wir auch noch mit. Da soll es nicht dran liegen. Ich glaube, unten im Keller, da haben wir im Haus, da haben wir auch noch ein bisschen Holz in den Kisten zur Not. Ja, das sieht so schon gar nicht schlecht aus. Huch, da wäre ich jetzt beinahe zu weit gelaufen. Quatsch, ist doch blödsinnig. So rum. So, zing, 1, 2, 3. Ja, da müsste ich 2 wegnehmen. Ich würde den so gerne, 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 gerne irgendwie erhalten. Nee, das ist blöd. Dann machen wir es ganz anders. So, hier jetzt. Zack. Ah, blöd. Jetzt fällt das Holz auch noch runter. Ey. Wir haben aber auch echt kein Glück. Wo ist sie denn, die Spitzhacke? Da ist sie. Ja, beim Live-Bauen ist das dann doch immer ein bisschen. Oh, zing, zing, zing. Ja, mit leichten Verlusten muss gerechnet werden. Wir machen das jetzt so. Ich glaube, das ist gar nicht dann Holz. Der muss auf jeden Fall raus. Ja, wir holen uns hier erstmal noch die Sachen. Da kommen wir ja noch gerade so ran. Ja, Folge schon wieder zu Ende. Während ich hier noch ein bisschen Brainstorming mache,
Wie auch immer, ich sage erstmal Tschüss und werde mir das dann noch ein bisschen weiter angucken. Und in der nächsten Folge werden wir dann mehr sehen. In dieser Folge war es ja jetzt nicht so wirklich viel. Also macht's erstmal gut, bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns.